Als Pico-Klassik-Produkt weist der Taschenwagen T3000 SDGGMRSS 738 alle Merkmale eines hochpräzisen H0-Modells auf. Um eine hohe Stabilität neben ausgezeichneten Laufeigenschaften zu gewährleisten, wurde ein Metallrahmen gewählt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Verbindung beider Wagenhälften mit dem sogenannten Jakobsdrehgestell gelegt. Es ist konstruktiv so angelegt, dass auch nach sicherem Durchfahren enger Radien wieder ein sauberer Geradeauslauf des Taschentragwagen garantiert wird. Das wollen wir hier im Test auf unserer kleinen Anlage demonstrieren. Die Anlage hat eine Abmessung von 95 x 150 cm. Auf der Anlage wurde das Pico A-Gleis verbaut. Die Gleisbogen sind R1-Ausführung, Radius 360 mm. Zur Demonstration der Fahreigenschaften der Taschentragwagen auf engen Radien haben wir die Pico-Neuheit Foslo G6 als Zuglok vorgespannt. Sie wird den Testzug mit den 6 Wagen ziehen. Zunächst in langsamer Vorwärts- und Rückwärtsfahrt mit Draufsicht, um den engen Radius darzustellen. Man beachte bitte auch, dass selbst bei R1 die Wagenenden über dem Jakobsdrehgestell sich nicht berühren und eventuell ein Entgleisen verursachen könnten. Als nächstes wird der Wagenzug in schneller Vorwärts- und Rückwärtsfahrt durch die Radien gefahren. Auch diese Fahrtdemonstration beweist die Fahrsicherheit des Tragtaschenwagens. Selbst ruppiges Fahren kann die Wagen nicht aus der Ruhe bzw. aus dem Gleis bringen. Zum Abschluss einige Fahrimpressionen aus dem LOKS Berlin-Alexanderplatz. Wir möchten uns an dieser Stelle recht herzlich bei dem Team des LOKS bedanken, die uns diese Aufnahmen möglich machten.